unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live dazugeschaltet seid auf www.joelmedia.de oder später euch das Video anschaut. Heute beginnen wir, ihr ahnt es schon, mit einer sehr spannenden Geschichte. Eine sehr interessante Geschichte, von der ich glaube, dass wir einiges lernen können, die uns diese Woche, also heute und nächste Woche beschäftigen wird. Und es ist eine Geschichte, die sich direkt anschließt an die Geschichte vom Verklärungsberg und eine Geschichte, die uns einiges sagt über Jesus und auch einiges über uns. Und bevor wir beginnen, wollen wir natürlich niederknien für ein Anfangsgebet. Dazu lade ich euch herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg ist. Und dass wir in diesen wunderschönen und auch herausfordernden Geschichten des Neuen Testaments der Evangelien so viel lernen können über dich und über uns und über deinen Plan für unser Leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir unsere Herzen und Ohren ganz weit aufmachen können, dass du uns füllen kannst mit deinem Heiligen Geist, dass wir etwas lernen, was uns praktisch hilft für unser Leben mit dir, dass wir noch näher mit dir zusammenwachsen und dass wir Kraft bekommen für all die Aufgaben, die vor uns liegen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufschlagen. Markus Kapitel 9. Die Geschichte, die wir uns anschauen wollen heute, ist am ausführlichsten in Markus 9 berichtet, ab Vers 14. Ja. Da werden wir am meisten verbringen und wir gehen ab und zu natürlich immer wieder auch zu den Parallelberichten in Matthäus 17 und Lukas 9. Vielleicht erinnern wir uns ganz kurz, wir haben ja die letzten Wochen uns mit dem Berg beschäftigt, auf dem Jesus verklärt wurde. Und ihr wisst, es waren einige wenige Jünger dabei und letzte Woche haben wir gesehen, was sie gemacht haben, nachdem alles vorbei war. Könnt ihr euch erinnern, was sie gemacht haben? Was haben wir letzte Woche angeschaut, als der Vater Elia und Mose wieder mitgenommen hatte in der Wolke und alles auf Schlag wieder so war wie am Anfang. Was haben sie dann gemacht? Kann ich erinnern? Sie sind vom Berg runtergestiegen. Und wir haben damals gesagt, und das wollte ich noch ergänzen, wir haben gesagt, das war erst am frühen Morgen. Ja, also die ganze Szene am Verklärungsberg hat die ganze Nacht gedauert. Und erst am frühen Morgen, und da habe ich damals gesagt, das kann man aus der Bibel nicht genau so rauslesen, nur Ellen White sagt das, aber im Grunde genommen kann man es doch sehen in Lukas 9. Schaut mal in Lukas 9, nur ganz kurz, bevor wir zu Markus 9 gehen. In Lukas 9 und dort Vers 37, da heißt es in Lukas 9, Vers 37, es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen. Also sieht man schon, der neue Tag hatte angefangen. Also, und wir haben gesehen, sie sind hinabgestiegen. Und als sie hinabgestiegen sind, haben sie wie viel erzählt? Wer hat am meisten erzählt? Sie haben geschwiegen, sagt Ellen White. Ja, selbst Petrus wusste nicht, was er sagen sollte. Und dann, als sie schon fast am Fuß des Berges angekommen waren und sie schon die Menge gesehen haben, sagt Ellen White, und das haben wir dann gesehen, was hat Jesus ihnen dann gesagt? Er dreht sich quasi um zu ihnen und sagt, was hat er ihnen gesagt? Sagt niemandem davon, sondern erst, wenn der Sohn des Menschen auferstanden ist. Ja? Und die drei sagen, okay, alles klar, machen wir, nur wir haben ein Problem. Was meint Auferstehung? Ja? Was meint die Auferstehung von den Toten? Ja? Und sie fragen da unter sich, aber sie trauen sich nicht mal, Jesus zu fragen, was meint eigentlich Auferstehung? Ja? Weil sie sich nicht vorstellen können, dass er stirbt und wieder aufersteht. Und dann haben sie noch eine theologische Frage. Sie fragen nämlich, was ist mit Elia? Könnt ihr euch erinnern? Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia kommt? Und dann gibt Jesus eine interessante Antwort. Er sagt nämlich zwei Dinge. Er sagt nämlich, Elia ist schon gekommen, nämlich Johannes der Täufer, und Elia wird kommen und wieder alles herstellen. Und wir haben gesehen, diese Wiederherstellung ist das, was zur Wiederkunft führt. Haben wir gesehen in Apostelgeschichte 3. Und da haben wir gesehen, wenn es also zwei Elia-Erfüllungen gibt, wo es doch nur eine Maleachi-Prophezeiung gibt, ja, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dann gibt es also zwei Phasen des Tag des Herrn. Ja, einmal die Kreuzigung Jesu, auf die Johannes der Täufer hinweist, der durch seinen eigenen Tod, haben wir gesehen, auf den Tod von Jesus hingewiesen hat. Und dann den Endzeit-Elia, die Wiederherstellungsbewegung des Evangeliums, wo alles wiederhergestellt wird, auf die Wiederkunft. Das waren diese beiden Ideen. Genau, und jetzt ist dieses kleine, wichtige Gespräch, wo wir gesehen haben, das ist auch für unsere Identität als Adventisten ganz interessant, als der Endzeit-Elia.
Als dieses Gespräch jetzt zu Ende ist, kommen wir jetzt zu Markus 9 und wir lesen mal in Vers 14. Wer mag mal lesen in Markus 9, Vers 14? Jemand? Markus 9, Vers 14. Also, Jesus geht mit seinen Jüngern jetzt vom Berg herab, sie sind fertig zu sprechen und er sieht schon die Volksmenge und in der Volksmenge sieht er seine Jünger. Und was machen seine Jünger? Streiten sich. Ja? Also, das muss sehr lebhaft gewesen sein, weil man konnte schon aus der Entfernung, bevor sie ihn gesehen haben, konnte er sehen, dass sie sich streiten. Ja, vielleicht haben sie irgendwie so mit Händen gestikuliert. Und Schriftgelehrte waren ja öfter mal gegenwärtig, ja. Auch wenn wir jetzt nicht in Jerusalem sind, aber immer wieder gab es auch Schriftgelehrte. Wir können mal ein Beispiel anschauen in Markus Kapitel 2 und dort Vers 26, nur dass wir das nochmal vor Augen haben. In Markus 2, Vers 6, Entschuldigung, nicht 26, Vers 6, Markus 2, Vers 6, da heißt es hier, das war in Kapernaum, es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, ja, die dachten in ihrem Herzen. Also immer wieder, wo Jesus unterwegs war, gab es auch Schriftgelehrten und in dem Fall die Jünger, ja. Wir werden gleich sehen, was passiert ist. Und die haben jetzt hier mit den Jüngern gestritten, gekämpft, ja. Und also Jesus kommt gerade von diesem spektakulären Ereignis, ja. Und es ist ja manchmal so, kennt ihr das auch, wenn man so Hochzeiten hat, geistliche, ja, wenn man so ein Bergerlebnis hat und dann kommt wieder so der schnöde Alltag. Ja. Man war auf einer Konferenz, ja, man schwebt noch fast im Himmel, weil man so tolle Botschaften gehört hat und so wunderbare geistliche Gemeinschaft und man fühlt sich schon fast so, als ob man zu den 144.000 zählt, die nach Jerusalem gehen und dann kommt der Montagmorgen, ja, und es ist wieder Arbeitsstudium, was weiß ich was, ja, Probleme und man ist so wie im Alltagsgeschäft und Jesus ist im Alltagsgeschäft, er sieht seine Jünger, die sich streiten, ja, die Schriftgelehrten, die da rumstreiten. Und okay, schauen wir mal den nächsten Vers an, in Markus Kapitel 9 und dort Vers 15. Also wenn auch für Jesus das Alltagsgeschäft weiterging, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Hä? Vers 15, wer mag mal Vers 15 lesen? Genau, also was passiert? Was passiert? Die Menge bemerkt ihn, oder? Die bemerken ihn und plötzlich hört alles auf. Ja, oh, das ist Jesus. Interessant ist, Jesus hat sie zuerst gesehen, bevor sie ihn gesehen haben. Ja? Sie waren begeistert, als sie es gesehen haben, aber er hat sie schon längst gesehen. Wenn wir begeistert zu Jesus laufen, dürfen wir uns erinnern, Jesus hat uns vorher schon gesehen. Es ist ja nie so, dass wir Jesus überraschen, sondern er hat schon längst gesehen, dass wir, wo wir sind. Nun, was meint ihr, als jetzt Jesus und seine drei Jünger vom Berg herabkommen, wie sahen die aus? Was könnt ihr euch vorstellen, wie sahen die aus? Also wenn ihr jetzt irgendwie die malen würdet, wie würdet ihr sie zeichnen? Ja, vielleicht leuchtet ihr Angesicht. Wieso könnt ihr Angesicht leuchten? Wie käme denn man auf diese Idee? Kennt ihr noch irgendjemand, von dem mal das Angesicht geleuchtet hat? Mose, als auf dem Berg war und mit Gott geredet hat, ja, in der Gegenwart Gottes war. Und in der Tat sagt Ellen White tatsächlich, das war mir auch nicht bewusst, sie sagt, die Nacht der Gemeinschaft mit der himmlischen Herrlichkeit hatte ihre Spuren auf dem Erlöser und seinen Begleitern hinterlassen. Auf ihren Angesichtern war noch so ein Licht, das diejenigen, die sie angeschaut haben, so in Erstaunen versetzt hat. Also das heißt jetzt nicht, dass sie vielleicht, also da war noch so ein bisschen, das Licht hat noch so reflektiert sozusagen. Und da war natürlich, also wow, ja. Also das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Jetzt schauen wir mal weiter in Vers 16. Ja, genau. Interessant, ja. Meint ihr, Jesus wusste das, worum es geht? Aber wir können keinen Zweifel haben, denn Stunden vorher hat er gezeigt, dass er Gott ist. Ja? Er wusste ganz genau. Aber ihr kennt Gottes Angewohnheit, er fragt erstmal höflich nach. Ja? Was streitet ihr? Warum streitet ihr? Worum geht es? Eine der bemerkenswertesten Sachen jetzt an dieser Sache ist, dass es gar keine Antwort gibt, wie wir gleich sehen werden. Ja? Die hören einfach auf zu reden.
Aber er stellt ihn die Frage, Ellen White beschreibt es auch so ein bisschen, als ob er ein Zeuge gewesen wäre, als ob er dabei gewesen wäre. Ja? Was streitet ihr euch? Worüber haben sich denn normalerweise die Schriftgelehrten gestritten? Schau mal in Markus 8. Das ist, vor einiger Zeit haben wir das behandelt, das ist gar nicht so lange her. Und zwar in Markus Kapitel 8, Vers 11. Da haben sich die Pharisäer nicht mit den Jüngern gestritten, sondern mit wem? Mit wem streiten die in Vers 11 von Markus 8? Schaut mal, mit wem sie da streiten. Markus 8, Vers 11. Genau, mit Jesus. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Ja, also in Markus 8 haben wir Schriftgelehrte, die mit Jesus streiten und wollen ein Zeichen von ihm. Erinnert euch ja, Jesus hat postwendend sich umgedreht, ist wieder abgefahren, hat gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und jetzt in Markus 9 haben wir wieder Schriftgelehrte, die können nicht mit Jesus streiten, weil der ist nicht da. Also streiten sie mit den Repräsentanten von Jesus. Wenn Menschen mit den Repräsentanten von Jesus streiten, dann deswegen, weil Jesus gerade nicht buchstäblich da ist. Sie würden sonst mit ihm streiten. Wenn Menschen gegen die Repräsentanten, die eigentlich Jesus, also mit Jesus leben, wenn sie gegen sie kämpfen, dann kämpfen sie eigentlich gegen Jesus selbst. Da gibt es ja viele Stellen in der Bibel, die das belegen. Die Jünger haben aber auch ab und zu mit den Pharisäern schon Streit gehabt. Schaut mal mit mir in Lukas 5. Das ist auch so eine Stelle. Da sieht man also, es war jetzt nicht das erste Mal, dass da so Streitgespräche entstanden. Ja? Schaut mal in Lukas 5 und dort Vers 30. In Lukas 5 und dort Vers 30. Schaut mal, Lukas 5 und dort Vers 30. Da heißt es, und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Ja, es waren verschiedene Dinge. Mal ging es um Zeichen, mal ging es darum, warum seid ihr mit den Sündern zusammen? Ja, aber die Schriftgelehrten hatten diese Angewohnheit, immer irgendwie Streit zu machen und Streitgespräche vom Zaun zu brechen. Und wie wir gesagt haben, in Markus 9 gibt es jetzt keine Antwort. Und das liegt vor allem daran, dass die Szene jetzt eine dramatische Wendung nimmt. Schaut mal in Markus 9, Vers 17. Was passiert? Also Jesus fragt die Schriftgelehrten, warum streitet ihr? Er weiß ja ganz genau, was los ist. Aber die antworten nichts. Ja? Und stattdessen passiert etwas anderes. Wer mag mal lesen? Markus 9, Vers 17. Genau. Da kommt jetzt ein Mann hervor. Ja. Und offensichtlich wird er wahrscheinlich nicht einfach so, ich hätte mal was zu sagen, ja, sondern wahrscheinlich kommt er zu ihm angerannt. Ja. Das sehen wir ganz deutlich im Parallelbericht. Schaut mal in Matthäus 17, da wird beschrieben, wie er zu Jesus kommt. Schaut mal in Matthäus 17 und dort Vers 14. Wer mag mal lesen, Matthäus 17, Vers 14? Da heißt es, genau, also, der kommt nicht einfach nur und sagt, hey, ich hätte auch was zu sagen, sondern während die anderen sich da gestritten haben, jetzt aufhören, kommt er zu Jesus und fällt vor ihm auf die Knie. Ganze Volksmenge, also riesige Volksmenge ist dabei und er fällt ihm auf die Knie. Also, was will er damit ausdrücken? Was drückt ein Mensch aus, wenn er auf die Knie fällt? Das ist ein großes Anliegen, es ist ihm sehr wichtig. Fällt euch vielleicht spontan jemand ein, den wir schon gesehen haben, der auch mal vor Jesus niederkniete? Weil es ihm so wichtig war. Von ihm es heißt, er kam zu Jesus und fiel vor ihm auf die Knie. Es gibt ein paar Personen in den Evangelien. Mindestens eine haben wir schon mal behandelt, aber schon länger her. Könnt ihr euch an jemanden erinnern, der vor Jesus niederkniet? Es wird zum Beispiel gesagt von dem Aussätzigen, ja, der auf Jesus zurennt, ja, dass er vor ihm niederkniet und als alle dann weglaufen und Jesus heilt ihn. Das ist ein echtes Anliegen. Okay, und jetzt haben wir gesehen in Markus 9, er bittet für nicht für sich selbst, sondern für wen? Er bittet für wen? Seinen Sohn. Sammeln wir mal, welche andere Personen haben wir schon kennengelernt, die Jesus für ihre Kinder beten? Das ist ja ein Thema, das öfter vorkommt, dass Leute zu Jesus kommen und sagen, bitte hilf meinem Kind. Wer? Jairus, der hat gebeten für?
für seine Tochter. Ja, hat sie auch auf den Weg gemacht. Bitte hilf meiner Tochter. Wer fällt euch noch ein? Die Phönizierin, ja, die Kananiterin, die hat auch gebeten für ihre Tochter. Ja, das war auch sehr emotional. Ja, hat da immer und immer wieder nachgebohrt. Fällt euch noch jemand ein? Sein Kind. Und zwar, vielleicht fällt euch noch ein, in Johannes 4, da gibt es diesen königlichen Beamten, der zu Jesus kommt und sagt, mein Sohn ist todkrank, ja, und wo Jesus den dann heilt. Und also es gibt mehrere Geschichten in der Bibel, wo Menschen für ihre Kinder zu Jesus kommen und beten. Und das ist, glaube ich, auch eine interessante Sache, auch gerade für Eltern, ja, dass man sich bewusst macht, wir haben immer wieder Geschichten von Menschen, die sagen, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, dem geht so schlecht, ja, und die rennen zu Jesus, die knien vor ihm nieder, die bitten ihn, die lassen sich nicht abwimmeln, ja, wie die syrophönizische Frau. Die nehmen einen weiten Weg auf sich, wie der königliche Beamte, und wünschen sich, dass Jesus ihr Kind heilt. Aber das Interessante ist, an diesem Sohn gibt es noch eine Besonderheit, und zwar, das berichtet uns nur Lukas. In Lukas Kapitel 9, und das macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. In Lukas 9, Vers 38 gibt es noch ein Detail über diesen Sohn, das wir wissen sollten. Nämlich in Lukas 9, 38 steht, und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach, Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein Einziger, war das einzige Kind. Jetzt machen wir das Spiel nochmal. Bei wem war das auch noch das einzige Kind, um das es ging? Wisst ihr bei wem? Ja, genau, Jesus, ja, ganz genau, das stimmt. Aber von denen, die Jesus gebeten haben für ihr Kind. Und zwar, das sagt uns der Lukas, wir schauen uns mal zwei Beispiele noch an, in Lukas 7 und dort Vers 12, da wurde Jesus nicht direkt gebeten, aber er hat dann geholfen. In Lukas 7, Vers 12 heißt es, wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Also da haben wir den Jüngling der Witwe von Nein. Ja? Der war der einzige Sohn. Und dann in Lukas 8, schaut mal, in Lukas 8 und dort Vers 41 und 42. Lukas 8, 41 und 42. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge und er warf sich Jesus zu Füßen, könnt ihr sehen, ja? Er fällt vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter. Also der Lukas, interessanterweise, Matthäus und Markus sagen nicht von der Tochter des Jairus, dass sie die einzige war. Der Lukas hat irgendwie so ein Sonderauge darauf, wenn es der einzige war. Ja? Er berichtet in Lukas 7 von dem einzigen Sohn der Witwe aus Nein. In Lukas 8 sagt er, die Tochter des Jairus war die einzige, ja, und dann in Lukas 8 und Lukas 9 sagt er, dieser Sohn von dem Mann war der einzige Sohn. Das war irgendwie vielleicht ein Anliegen, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie ein Faible für Einzelkinder, ich weiß es nicht, aber das ist auffällig. Der Lukas berichtet das immer wieder und betont das noch, weil natürlich, also ich meine, wenn ein Kind krank ist, ist es immer schlimm. Das war natürlich nochmal eine besondere Sache, wenn es das einzige Kind war, ja. Da hing ja auch viel Hoffnung dran und die Bibel spricht davon auch von einer besonderen Trauer um den Einzigen. Vielleicht kennt ihr diese Stelle in Sacharja. Da wird, das ist so fast die größte Trauer, die man haben kann, wenn so das einzige Kind stirbt. In Sacharja Kapitel, wo ist das Kapitel 12, Vers 10, da wird das so als Bild verwendet in Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Also ganz, ganz deutliche messianische Prophezeiung auf die Kreuzigung. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den Eingeborenen. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt für den Erstgeborenen. Ja, das ist so diese Einziggeborene, Erstgeborene. Das war ganz besonders dramatisch. Also für den Mann geht es hier um alles. Er hat nur ein Kind, einen Sohn. Ja? Und deswegen bittet er Jesus. Und jetzt schauen wir mal, was das Problem von dem Kind war. Schauen wir uns mal das erste in Matthäus und dann in Markus an. In Matthäus Kapitel 17 wird uns gesagt, was sein Problem war. Und zwar, wer mag mal lesen? Matthäus 17
und dort Vers 15. Matthäus 17 und dort Vers 15. Was war sein Problem? Okay, stellen wir mal eine Frage zuerst. War das ein besonderer Fall, den Jesus und die Jünger vorher noch nicht erlebt haben? Also so Mondsüchtigkeit. Wir klären gleich, was das ist. Aber erstmal, war das etwas Neues? Wir haben ja gesehen, es gibt immer wieder mal Momente im Leben Jesus, wo plötzlich etwas kam, was es vorher noch nicht gegeben hat. Der erste Aussätzige oder der erste Tote. War das mit der Mondsucht etwas, was die Jünger so vorher noch nie gesehen hatten? Oder war das etwas Bekanntes? Was würdet ihr sagen? Hat es schon andere Fälle gegeben, wo Mondsüchtige zu Jesus gebracht worden waren? Das ist dann auch für die Geschichte gleich noch wichtig. Würdet ihr denken, es war das erste Mal oder hat es schon öfter gegeben? Die Frage kann man tatsächlich interessanterweise sehr genau beantworten, wenn ihr den Finger hier in Matthäus lasst und ein bisschen vorgeht zu Matthäus 4. Schaut mal in Matthäus 4. Und dort Vers 24, das ist einer der Verse in Matthäus 4, Vers 24, wo so zusammenfassend beschrieben wird, was Jesus getan hat in Galiläa damals. Und es heißt, und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und erheilte sie. Daraus können wir sehen, Jesus hatte schon viele Mondsüchtige geheilt. Und die Jünger, die waren ja hier in Galiläa schon die ganze Zeit dabei, haben schon oft gesehen, wie Mondsüchtige geheilt wurden. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, okay? Das war also kein unerhörter, niemals gesehener Fall, sondern etwas, was es schon oft gegeben hatte. Und wir wissen ja, dass die Jünger auch schon unterwegs waren, Dämonen ausgetrieben haben und Kranke geheilt haben. Also etwas, was sie vielleicht sogar schon selbst gemacht hatten. Okay? Also, wenn sie Dämonen ausgetrieben haben und andere Krankheiten, gibt es eigentlich keinen Grund, warum sie nicht auch auf ihrer Missionsreise auch mal einen Mondsüchtigen geheilt haben. Es gab also mehrere dieser Art. Jetzt ist die Frage aber erstmal, was heißt eigentlich Mondsucht? Ich habe mich früher immer als Kind und auch als junger Erwachsener gefragt, also bei dieser Geschichte, das hat mir auch niemand so richtig erklärt, was ist eigentlich Mondsucht? Also ich meine, was Schokoladensucht, das kann man sich ja vorstellen, aber was ist Mondsucht? Hat jemand von euch eine Idee, was ist Mondsucht? Ja. Hm? Wenn? Genau, also das ist erstmal das, was man meistens darunter versteht. Mondsucht ist das, was heute oder so, also wenn man heute von Mondsucht spricht, Achtung, wenn man heute von Mondsucht spricht, ist das heute ein alter Begriff für Somnambulie. Und Somnambulie ist, wenn man aufsteht und schläft, Schlafwandeln. Schlafwandeln, das ist Somnambulie, also Schlafwandeln. Ja? Jetzt fragen wir, Schlafwandeln ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, manchmal auch ein bisschen gefährlich, ja, wenn also Leute irgendwie da mit dem Messer durch die Gegend laufen oder so. Aber erstmal ist es wichtig, und man hat früher tatsächlich gedacht, dass Schlafwandeln vom Mond kommt. Ja, also das irgendwie. Aber heute weiß man, Schlafwandeln, Achtung, kommt nicht vom Mond, hat mit dem Mond gar nichts zu tun, ja, sondern das sind so psychologische Sachen. Mit dem Nervensystem, mit dem Nervensystem hat das zu tun. Bei Kindern kommt das häufiger vor als bei Erwachsenen, ist auch zum Teil vererbbar. Und ja, es ist eine interessante Sache. Aber jetzt kommt's: Der Begriff Mondsucht in der Antike meinte etwas anderes. Und obwohl das also heute oft oder später dann in früheren, also vor einiger Zeit oft so als Mondsucht, als Schlafwandel bezeichnet worden ist, ist das nicht das, was die alten Römer zum Beispiel unter Mondsucht verstanden haben. Und zwar gab es bei den Römern eine sogenannte Morbus Lunaticus. Ich weiß nicht, die Lateiner an die Front, was heißt Morbus? Krankheit, genau. Und Lunaticus, ja, so mit Mond, ja, da kommt das englische Lunatic, ja, so ein Lunatic. Eine Mondkrankheit. Aber mit dieser Mondkrankheit meinten die jetzt nicht Schlafwandeln, sondern sie meinten eine Krankheit, wo man ständig hinfällt und so unkontrollierte Zuckung hat. Nämlich, wie nennt man diese Krankheit, wenn plötzlich Leute so Anfälle haben, auf den Boden fallen und so?
Epilepsie. Es gab sogar einen ganz berühmten Epileptiker in der römischen Geschichte. Weiß jemand von euch, wer so der berühmteste römische Epileptiker war? Das war der Julius Caesar. Julius Caesar war Epileptiker. Es gibt Berichte davon, dass er einmal sogar mitten in einer Schlacht einen epileptischen Anfall gehabt hat. Das ist ganz, ganz, ganz interessant, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber von daher, man kannte diese Krankheit, man hatte da ein bisschen Respekt vor, ja, also, weil das war natürlich irgendwie merkwürdig. Das kam so aus dem heiteren Himmel, plötzlich liegen die Leute auf dem Boden und schütteln sich und haben Schaum vorm Mund und ich weiß nicht was. Die Griechen nannten es die heilige Krankheit, Hieranosos, ja, die heilige Krankheit irgendwie, weil man natürlich irgendwie sofort an die Götter gedacht hat oder so. Also, dass der hier Epilepsie hat und nicht schlafwandelt, wird jetzt aus dem Parallelbericht deutlich in Markus 9. Schaut mal in Markus 9 und dort Vers 17 und 18. Markus 9, Vers 17 und 18. Wer mag mal lesen? Genau, bis dann erstmal. Also erstmal fällt dir ganz deutlich auf, das sind ganz genau die Symptome von Epilepsie. Ja? Der fällt nieder, der knirscht mit den Zähnen, wird starr, wirft, ja, das ist ein epileptischer Anfall. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, sagt der, also ist es ein rein epileptischer Anfall, ja oder nein? Wenn ihr den Vers genau anschaut, oder die beiden Verse. Was sagt die Bibel noch? Das ist auch eine Besessenheit hier. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Dieser Junge ist nicht einfach nur Epileptiker, sondern ist auch besessen. Er hat, ist ein sprachloser Geist, der vielleicht auch diese, ja, das kann man vielleicht aus der Ferne jetzt schwer zu diagnostizieren, wie groß die Anteile von beidem gewesen sind. Das ist ganz wichtig, weil es natürlich immer wieder dann Leute gegeben hat, die gesagt haben, ach naja, vielleicht das mit der Besessenheit ist ja Quatsch, der war ja einfach nur Epileptiker. Ja? Oder aber das andere Extrem, dass Leute sagen, jeder, der Epileptiker ist, ist dämonenbesessen, was auch Quatsch ist. Ja? Wir finden in der Bibel öfter mal Beispiele, wo Leute eine natürliche Krankheit hatten und gleichzeitig auch dämonenbesessen gewesen sind. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Schaut mal in Matthäus Kapitel 12, Matthäus 12, Vers 22. Nur ein Beispiel, um zu sehen, dass also okkulte Belastung und auch tatsächliche körperliche Beeinträchtigung oder Behinderung nicht sich ausschließen. Das kann in zusammen vorgekommen sein, öfter sogar. Ja. In Matthäus 12 und dort Vers 22. Und da heißt es nämlich, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumm sowohl redete als auch sah. Also, ihr werdet zugeben, nicht alle Blinde und Stumme sind dämonenbesessen. Ja. Aber hier haben wir den Fall, dass öfter in den Evangelien, dass Satan auch ganz bewusst kranke Leute sozusagen sich zum Opfer gemacht hat und sozusagen es eine geistliche Krankheit gab, eine okkulte Belastung und auch die körperliche, dass das zusammenkam. Das war nicht immer der Fall. Es gab auch Leute, die waren einfach nur besessen, ja, hatten sonst nichts. Und es gab auch Leute, die waren einfach nur krank, waren nicht besessen, aber es gab auch ab und zu diese Fälle. Und nach dem, was wir hier sehen können, scheint das beides hier auch so eine Kombination gewesen zu sein aus beidem. Das ist ganz wichtig, weil es bei solchen Krankheiten immer so ein bisschen auch Verwirrung gibt bei einigen Gläubigen und die das dann nicht irgendwie differenzieren können. Jetzt schauen wir nochmal zurück zu Lukas. In Lukas 9, da wird noch etwas ergänzt über diese Krankheit. In Lukas 9 und dort Vers 39. In Lukas 9 und dort Vers 39. Dort heißt es, und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Also hier sieht man noch dieses Plötzliche, dieses Unerwartete, so wie Anfälle halt sind. Ja, da wird was getriggert und dann gibt es plötzlich einen Anfall und man weiß nicht warum und wieso, wenn man jetzt die Krankheit nicht kennt. Das ist ja auch erst im 19., 20. Jahrhundert überhaupt so richtig als Krankheit verstanden worden. Man hat das dann studiert, wobei, wie wir gleich sehen werden, bei diesem jungen Mann es eben nicht einfach nur Krankheitstrigger gab, sondern dass hier durch diese Besessenheit vor allem auch mit verursacht war.
Also jetzt wissen wir, was der junge Mann hat. Aber im nächsten Vers sagt jetzt der Vater etwas, was in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, immer ganz prominent rauskommt. Er sagt nämlich, wer mag mal Vers 40 lesen? Genau, Matthäus sagt, sie konnten es nicht. Markus sagt, sie konnten es nicht. Lukas sagt, sie konnten es nicht. Und jetzt ratet mal, wenn ihr es noch nicht studiert habt, ansonsten wisst ihr es vielleicht sowieso, warum haben die sich mit den Schriftgelehrten gestritten? Haben die sich da über das Essen gestritten? Haben die sich über Zeichen, worüber haben die sich mit den Schriftgelehrten wohl gestritten, nachdem hier der Vater sagt, ich habe es den Jüngern ihnen gebracht und sie haben es versucht und sie konnten ihn nicht heilen? Worüber haben die sich wohl mit den Schriftgelehrten gestritten? Versucht ihr mal in die Lage hineinzuversetzen der Schriftgelehrte, die dabei gewesen sind. Was haben wohl die Schriftgelehrten gesagt? Da kommt ein Mann, ja, tief bewegt, weil er möchte, dass seinem Sohn endlich geholfen wird, Jesus nicht da. Die Jünger sagen, aber wir können im Namen Jesu heilen, haben das schon oft gemacht, ja, wir haben schon Erfahrung, nicht wahr? Wir haben schon auf unserer Missionsreise viele Leute geheilt, bringen ihn her zu uns und sie legen die Hände auf vielleicht und beten und sprechen und es passiert gar nichts. Was haben die Schriftgelehrten gesagt? Also was könnt ihr euch vorstellen? Also ich will nicht fragen, was hättet ihr gesagt, wenn ihr Schriftgelehrter gewesen wärt, weil, ja, aber was, ja? Genau, sie haben es ins Lächerliche gezogen, sie haben, seht ihr, das ist nur Scharlatanerei, ja, die können das gar nicht oder ihre Macht ist hier zu Ende, es gibt Sachen, die sie nicht können. Das ist alles übertrieben mit dem Jesus, denn sie waren ja die Repräsentanten von Jesus. Der war nicht da, ja, aber sie waren die Repräsentanten von Jesus. Das Versagen der Jünger fällt negativ auf Jesus zurück und natürlich, was haben die Jünger jetzt gemacht? Die haben natürlich versucht, Jesus zu verteidigen, oder? Die waren natürlich niedergeschlagen, die waren deprimiert, aber sie haben versucht, Jesus zu verteidigen. Und gesagt, doch, Jesus kann das, ja, und wenn er erst kommt, dann. Und welchen Eindruck hat das wohl auf die Volksmenge gemacht, die das alles beobachtet hat? Die vielleicht gekommen sind, oh, wir wollen auch mal ein Wunder sehen, ja. Jetzt kommt der Mann und passiert gar nichts. Welchen Eindruck hat das wohl gemacht? Die waren enttäuscht, haben gezweifelt, waren negativ beeinflusst. Das Versagen der Jünger war eine echte Niederlage. Weil ich meine, es ist eine Sache, also ich meine, wir haben vielleicht noch nicht Dämonen ausgetrieben, ja? Aber wenn man das schon öfter gemacht hat, ja, und denkt, okay, jetzt kommt hier eine große Volksmenge, ja, vielleicht haben die es vorher nur in kleinen Dörfern gemacht oder so, ja, aber ich habe von einer großen Volksmenge, das ist eine Gelegenheit für Jesus hier sozusagen ein Zeugnis zu geben, ja, bringt ihn her und sie versuchen es und es gelingt gar nicht. Also da werden sie auch viel Selbstzweifel gehabt haben, oder? Also wenn wir etwas für Gott tun und plötzlich gibt es ein Debakel, dann ist das ganz schön niederschmetternd. Das ist richtig niederschmetternd, weil der Satan natürlich sofort reinhaut. Ja, und sagt, siehste, ich habe doch gesagt, du kannst nicht, du bist nicht. Du. Ja, und das war die Situation, in der Jesus sie jetzt angetroffen hat. Ellen White sagt, die Pharisäer, die haben sich sozusagen sich lustig gemacht, ja, und haben so gestritten. Die Jünger waren niedergeschlagen und die Volksmenge, die war so, ja, also schau mal hier, voller Zweifel. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Kennt ihr eine Geschichte im Alten Testament, wo auch jemand versuchte, jemanden zu heilen und es gelang nicht? Der Jünger von wem? Nicht von Elia? Von Elisa, genau. Wie hieß der Jünger von Elisa? Gehasi, genau. Schaut mal mit mir in 2. Könige 4. Und das ist ganz interessant, ich hatte die Geschichte noch nie zusammen in Verbindung gebracht, aber die haben echt einige Parallelen. Schaut mal, 2. Könige 4. Und zwar kommt da eine Frau. Und welche Frau ist das, die in 2. Könige 4 wegen ihrem Kind zu Elisa kommt? Wie heißt die Frau? Was ist das für eine Frau? Nee, das ist die bei Elia. Das ist die Schunamiterin. Genau, die ja noch immer das Haus ja für den Elisa zur Verfügung gestellt hat, dann sogar noch angebaut hat, ja, und als Dank war das ja so, dass sie das Kind bekommen durfte. Übrigens, Elisa ist der Nachfolger von wem? Elia. Und Elia, könnte man sagen, ist also der Vorläufer von
Elisa, richtig? Und Elia war ein Typus für den Vorläufer auf Jesus. Ja, ist interessant, dass Elisa, also wenn Elia der Typus auf Johannes den Täufer ist, ist Elisa ein Typus auf Jesus. Er hatte den doppelten Heiligen Geist, nicht wahr? Viele Wunder, die Elisa getan hat, wie zum Beispiel die Essensvermehrung zum Beispiel oder so, waren Typen auf Jesus. Und jetzt hat er einen Jünger, sozusagen, einen Gehasi. Ja? Jetzt schaut mal hier in 2. Könige 4, Vers 25. So gingen sie denn hin und kamen zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie aus einiger Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, sieh dort die Schunamitin, dort laufe ihr entgegen. Lauf ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir gut, geht es deinem Mann gut, geht es dem Kind gut. Sie sprach, jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße, da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Woran erinnert euch das? Da kommt die Frau, fällt ihm zu Füßen und sagt, hilf mir, hilf mir. Und der Gehasi sagt, hey, lass meinen Meister hier in Ruhe. An wen erinnert euch das? An die Jünger, gerade gesehen bei der syrophönizischen Frau. Ja, fertige sie ab, ja, weg mit dir. Also die Jünger, die haben durchaus ein paar Eigenschaften von dem Gehasi hier. So, und dann schaut mal. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen. Und dann sagt er, da sprach er zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht und grüß dich jemand, so antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Das ist der Glaube Abrahams, Jakobs, was auch die Phönizierin hatte. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber ging vor ihnen her und legte dem Knaben den Stab auf das Angesicht. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete es ihm und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Wird der Knabe geheilt? Durch wen? Durch Elisa. Und auch der Sohn, den wir nächste Woche sehen, wird auch geheilt durch Jesus. Aber die Jünger konnten es nicht, wie Gehasi. Das ist eine interessante Parallele, weil was ist mit Gehasi passiert? Wie ist die Geschichte von Gehasi ausgegangen? Der ist aussätzig geworden. Ja? Er hat sich dann immer weiter sozusagen von der Wahrheit entfernt. Er wollte von Naaman das Geld haben. Ja? Hat die Sache wegen Geld gemacht. Da kann man ja vielleicht überlegen, welcher Jünger vielleicht ganz besonders hier ein Antitypus auf Gehasi ist. Ja? Aber sozusagen, ist ein kritischer Moment. Ja? Also ich weiß nicht, ob die Jünger sich bewusst gewesen sind, dass sie hier quasi sich eine Geschichte wiederholt. Aber es war ein kritischer Moment. Das war nicht ohne. Und entsprechend ist auch die Antwort von Jesus. Schaut mal in Markus Kapitel 6, 9, Vers 19. Und die Antwort ist erstmal verwunderlich, aber sehr interessant. Schaut mal in Markus 9, Vers 19. Markus 9, Vers 19. Wer mag mal lesen? Okay, bin ich der Einzige, der beim ersten Lesen gedacht hat, das ist aber eine ziemlich scharfe Antwort von Jesus. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Ja, hier ist ein Mann, der möchte, dass sein Sohn gerettet wird. Ja? Die Jünger haben es versucht, sind gescheitert. Und dann habe ich mir gefragt, warum, also das sind jetzt starke Fragen, die er stellt. Er fragt, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Also hier ist, was ich über die Jahre gelernt habe in diesem Seminar. Wenn Jesus etwas Merkwürdiges macht, liegt der Schlüssel gerne wo? Im Alten Testament. Das Alte Testament. Wenn man nicht weiter weiß, warum Jesus etwas sagt, dann lohnt es sich im Alten Testament nachzuschauen. Weiß jemand von euch zufällig, wo es eine Situation gibt, wo Jesus als Gott im Alten Testament sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Bei Mose, genau. Und zwar in 4. Mose 14, schaut mal mit mir. 4. Mose 14, und ich habe den Eindruck, als ob Jesus bewusst durch seine Worte eigentlich die Leute an 4. Mose erinnern will. 4. Mose 14, und zwar schaut mal in 4. Mose 14 und dort in Vers 11. Das ist in dem Moment, wo die ganze Gemeinde sagt, dass man sie steinigen soll. Ja? Also Mose und Aaron und Josua und Kaleb. Und in Vers 11 heißt es, und der Herr sprach zu Mose,
Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Lasst euren Finger hier und wir springen zu Vers 27. Vers 27, da haben wir jetzt genau die Frage, die Jesus stellt. Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder gehört, dass sie gegen mich erheben. Also anderes Wort für dulden ist ertragen. Also wenn Jesus sagt, wie lange soll ich euch ertragen, sagt er mit anderen Worten, ihr alle hier, Schriftgelehrte, Volksmasse, Jünger in gewisser Weise, ihr erinnert mich an die erste Generation der Israeliten vor Kadesh Barnea. Wie lange noch? Und das ist interessant, weil ihr kennt die Geschichte von 4. Mose, oder? Warum haben die da gemurrt? Warum haben sie am Ende gesagt, wir steinigen Mose und Aaron? Warum haben die gemurrt? Was war der Punkt? Sie waren unzufrieden? Ja, und genau warum waren sie unzufrieden? Sie standen, wo standen sie? Sie standen ja schon, wo befanden sie sich in 4. Mose 14? An der Grenze zum gelobten Land, sie waren fast da. Und warum gehen sie nicht rein? Warum sagen... Sie haben Angst, genau, sie sagen, wir können das nicht. Wir können das nicht. Das ist zu schwer. Sie haben Unglauben. Deswegen sagt Jesus, ungläubiges Geschlecht. Sie kommen zu dem Punkt, dass sie sagen, das ist zu groß, dieses Problem ist unüberwindbar, das können wir nicht. Und genau das ist das Problem jetzt in der Geschichte, oder? Denn die Schriftgelehrten sagen, seht ihr, das könnt ihr nicht. Es ist euch unmöglich. Und die Jünger haben jetzt voller Selbstzweifel und sagen, wahrscheinlich können wir das gar nicht. Ja? Was fehlt uns? Ja, wir schaffen es gar nicht. Ja? Und die Volksmenge denkt, ja, die können das gar nicht. Ja? Das ist unmöglich. Und warum hätten sie glauben können, dass sie es können? Weil Jesus schon viele solcher Wunder getan hatte, oder? Erinnert euch daran, wir haben gesagt, der Berg der Verklärung, der ist in Galiläa, der ist am Berg am See Genezareth gewesen. In dieser Gegend hatte Jesus Wunder getan, ein ganzes Jahr lang, Tag ein, Tag aus. Mondsüchtige, Kranke, Besessene, noch und nöcher. Und jetzt ist er einmal nicht da, seine Jünger haben schon die Macht, das zu tun, sie haben es auch schon getan, aber schon beim ersten kleinen, sozusagen bei der ersten Schwierigkeit, fangen sie an sich selbst zu zweifeln, fangen daran zu zweifeln, ob Gott ihnen wirklich die Kraft gegeben hat, ob sie es wirklich können, andere zweifeln. Ja? Und Jesus macht sie darauf aufmerksam, wenn ihr denkt, das, was Gott euch gesagt hat, könnt ihr gar nicht, dann ist das Unglaube. Dann ist das genauso wie die Generation vor Kadesh Barnea. Und ich fand das sehr interessant. Weil das heißt nämlich, dass diese Sache von Kadesh Barnea, wir beziehen das immer auf unsere Zeit, ne, auf die Adventbewegung, aber das ist ein Prinzip, das immer und immer wieder auftritt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, gibt es Dinge in unserem Alltag, in unserem Leben, von denen wir denken, das kann ich nicht überwinden? Gibt es Dinge, die sind zu schwer? Wir werden nächste Woche sehen, wir enden jetzt nämlich hier, Jesus fragt den Mann sogar gleich noch, wie lange geht dieses Problem schon? Wie lange hat er das? Und was sagt der Mann dann? Wisst ihr das vielleicht zufällig schon? Seit Kindheit. Also wenn man ein Problem hat, das gestern aufgetreten ist, dann hat man mehr Hoffnung, dass man es löst, als wenn es schon seit 30 Jahren geht oder seit 20 Jahren, oder? Ich meine, ihr habt ja auch alle schon Probleme in eurem Leben gehabt, oder? Welche Probleme sind die, wo man am meisten zweifelt, dass man die schafft, das sind die Probleme, die man schon immer gehabt hat, oder? Die Probleme, die seit 3 Wochen da sind, da sagt man, ach, das ist jetzt seit 3 Wochen da, das kriege ich wieder hin. Ja? Aber die Dinge, die man schon hat, seit man 15 ist oder 10 oder 5, da denkt man sich, also jetzt bin ich schon so alt, das werde ich nie überwinden, oder? Und genau darum geht es sozusagen hier. Und wir werden sehen, Jesus hat eine ganze Reihe von Geschichten, wo Leute schon 38 Jahre lang krank sind, ja? Seit ihrer Geburt krank sind. Und Jesus, oder 12 Jahre lang den Blutfluss haben, die Frau. Und Jesus deutlich macht, egal wie lange du das Problem schon hast, du kannst es überwinden. Und das ist sozusagen die Frage hier, die jetzt im Raum steht. Und nächste Woche werden wir sehen, wie sich die Geschichte dann entwickelt und wie sie gelöst wird und wie Jesus dann diesen jungen Mann heilt. Aber halten wir fest für uns heute, Jesus ist hier nicht irgendwie unfreundlich, sondern er macht ihn deutlich, wenn ihr denkt, dass man das, was Gott eigentlich gesagt hat, gar nicht tun kann,
dann seid ihr nicht in der Position, dass ihr das gelobte Land erreichen könnt. Wenn wir wissen, Gott hat gesagt, das kann ich schaffen, und ich aber denke, das kann ich nicht schaffen, weil andere sagen mir, ich kann es nicht, ich habe es versucht, es ging irgendwie nicht, dann bin ich in einer gefährlichen Situation. Und dann könnte es mir am Ende so gehen wie Gehasi. Deswegen werden wir nächste Woche schauen, wie es besser geht, wie wir auf Jesus vertrauen können. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben, dass wir sehen können, dass du in deinem Wort uns zeigst, wie die Geschichten des Alten und des Neuen Testamentes zusammenwirken, sich gegenseitig erklären und ergänzen. Und Herr, dass wir sehen können, dass egal wie tief die Probleme sind, die wir haben, egal ob es körperlich oder psychologisch oder in welcher Form auch immer wir geistlich kämpfen, Herr, was immer in unserem Kopf und in unserem Herzen sich gegen dich auflehnt, du kannst es überwinden. Du willst es überwinden und du willst uns den Sieg schenken. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du unseren Glauben mehrst. Dass wir nicht bei den ersten negativen Anzeichen, bei den ersten Misserfolgen gleich aufgeben und den Einflüsterungen Satans glauben, dass wir es nie schaffen können. Schenk uns den Glauben, den Jesus auf dieser Erde gelebt und gezeigt hat. Und lass uns daran erinnern, was wir alle schon in deiner Kraft und mit deiner Güte und Gnade erleben durften, was wir schon überwinden konnten. Lass uns daran erinnern, was Jesus alles schon in unserem Leben getan hat. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.